Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat es getan. Ex-Bildungsministerin Annette Schavan soll es getan haben. Und FDP-Europaabgeordnete Silvana Koch-Merin ist auch betroffen. Allen wurde der Doktorgrad aberkannt, weil sie abgeschrieben haben sollen, ohne den Urheber zu nennen. Das ist nicht rechtens, aber noch schlimmer ist, wenn Abgeschriebenes zum Gesetz wird. Ausgerechnet bei der Datenschutzgrundverordnung, mit der die EU den Internetriesen wie eBay oder Amazon vorschreiben will, wie diese Konzerne mit gespeicherten Kundendaten umzugehen haben. Ausgerechnet da also haben EU-Parlamentarier in ihren Eingaben wortwörtlich Formulierungsvorschläge von eben diesen Firmen übernommen. Aufgedeckt hat diese Copy-and-Paste-Gesetzgebung eine Internetplattform namens Lobbyplug. Christian Feld berichtet. Max Schrems ist zurzeit häufig im Europaparlament. Der Jurastudent aus Wien kämpft seit Monaten gegen Facebook, wirft dem Unternehmen vor, gegen Datenschutzgesetze zu verstoßen. Das macht ihn in Brüssel zu einem begehrten Gesprächspartner. Denn das Parlament berät zurzeit über neue, strengere Regeln für den Schutz persönlicher Daten. Komplizierte Materie, 200 Seiten Gesetz, mit Auswirkungen auf ganz kleine Betriebe und auf Internetgiganten. Ein Tummelplatz für Lobbyisten also. Max Schrems war aufgefallen, dass Texte von Firmen in Anträgen von Abgeordneten auftauchten, zum Teil wortwörtlich. Mit anderen Mitstreitern startete er das Projekt Lobbyplug, eine Plattform für Transparenz. Es soll sozusagen zeigen, wie der Einfluss von der Industrie auf den Gesetzgebungsprozess ist. Wo man wirklich da hat, links das Papier von Amazon und wortgleich hat es irgendein Abgeordneter kopiert und ist dann auch beschlossen worden. Und in der Drastik habe ich mir das eigentlich vorher nicht vorgestellt. Schreiben hier Firmen an Gesetzen mit? Immer wieder taucht bei Lobbyplug die amerikanische Handelskammer auf. Besonders großer Lobbydruck aus den USA, der Heimat von Facebook und Google. Susan Danger, die Geschäftsführerin, verneint. Wir sind bekannt für sehr gute Positionen wegen unserer 140 Mitgliedsunternehmen und deren 500 Experten, die zu unseren Papieren beitragen. Und wir vertreten alle Bereiche. Von daher glaube ich, ist die Position, die wir vertreten, eine sehr gute. Positionen anzubieten ist das eine, aber wie wirkt es, wenn Abgeordnete diese Wort für Wort übernehmen? In mehreren Ausschüssen wird zurzeit über die neuen Datenschutzgesetze abgestimmt. Interviews zu Lobbyplug, das wollen nur die wenigsten. Wir sind keine willenlosen oder auch geistlosen Hüllen, die hier einfach nur nach Papierlage etwas machen, sondern wir diskutieren, überlegen und entscheiden uns dann für eine Lösung, die möglicherweise eben auch eine der Ideen von einer Lobbyistenverband auch sein kann. Doch nicht nur industrienahe Positionen wurden kopiert. Die schwedische Piratin Amelia Andersdotter hat laut Lobbyplug gleich mehrfach Texte von Datenschutzorganisationen übernommen. Ich finde es okay, einen Text zu kopieren, wenn du genau verstanden hast, was er bedeutet, welche Werte dahinter stehen und wenn du sicher bist, dass das im Einklang mit den Werten ist, die du auf die europäische Gesellschaft übertragen willst. Ähnlich denkt Jan-Philipp Albrecht von den Grünen, der den endgültigen Bericht des Parlaments erarbeiten muss. Auch er hat teilweise Ideen übernommen, aus unterschiedlichen Quellen. Also ich fände das gut, auch angesichts der Lobbyplug-Initiative, dass man in Zukunft Änderungen kennzeichnet, woher sie kommen. Und kann mir auch gut vorstellen, dass ich das selber bei meinen Änderungen machen werde. Wie stark dürfen sich Abgeordnete von außen helfen lassen? Eine einfache Antwort gibt es nicht. Aber zumindest haben Max Schrems und seine Mitstreiter mit Lobbyplug die Diskussion um Transparenz neu angefacht.